Dass man 2-0 führt, wir die Chance sogar zum 3-0 haben, dann wäre der Deckel drauf gewesen. So haben wir es natürlich immer spannend gemacht, aber wir machen es öfter mal ein bisschen spannend. Und ich denke, für das erste Spiel war es heute in Ordnung. Wichtig war, dass wir gewonnen haben heute und ja, wir sind jetzt zufrieden. Ich habe mich jetzt zurückgearbeitet in der Vorbereitung. Ja, ich will es nochmal jedem zeigen, will es jedem beweisen, was ich kann, was ich drauf habe. Aber mich freut es für die Mannschaft. Wir haben zusammen den Sieg heute geholt. Wir haben zusammen in der Vorbereitung, wir marschieren nur zusammen, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und ja, natürlich, wenn ich heute ein Tor mache, freut mich das natürlich. Aber wichtig war heute, wie gesagt, dass wir 3 Punkte geholt haben und ja, jetzt nach Ulm fahren und wollen dann die nächsten 3 landen. Ne? Das ist richtig unnötig spannend gemacht. Philipp wusste noch nicht so lange, dass er Innenverteidiger spielt. Ich wusste es schon länger, weil wir einfach aufgrund der Personalnot wenig Spieler zur Verfügung hatten, gesperrte. Nico Herz sich dann noch leider verletzt. Und dann haben wir einen Größten genommen, den wir noch gefunden haben. Das war Philipp Hanke. Haben es aber dafür, glaube ich, wirklich aus dem Spiel heraus sehr, sehr gut gemacht. Haben wenig zugelassen, machen es hinten raus wirklich, wie Philipp auch schon richtig sagt, unnötig spannend. Ja, vorher einen Sack zu machen, oder? Selbst nach dem 2-1 haben wir die 1000%ige Chance, weiß Hoffi auch selber. Also brauche ich ihm nicht zu erzählen, dass er den machen muss. Ja, aber wir nehmen die 3 Punkte trotzdem, wir nehmen sie nicht mit, wir lassen sie hier. Und freuen uns, dass wir jetzt auch die Rückrunde, weil jetzt startet ja eigentlich wirklich erst die Rückrunde, positiv gestalten konnten und mit 3 Punkten gestartet sind. Ja, was richtig gut war, ist halt einfach, dass wir es geschafft haben, die Ausfälle in der Innenverteidigung überragend gut zu kompensieren. Wir haben keine einzige Chance aus dem Spiel zugelassen. Die Jungs haben insgesamt vorne gut vorgecheckt, die sind gut draufgegangen, haben dem Gegner kein Spielaufbau ermöglicht und haben gut geschoben. Wir haben super Coaching gehabt, haben auf den Nebenpositionen gut gestanden, haben eng zwischen den Ketten gestanden und von daher hatten wir viele Balleroberungen. Das war mit Sicherheit richtig gut. Ich habe es ja gerade gesagt, aus dem Spiel raus nichts passiert. Bei Standardsituationen ist Gießen natürlich auch durch die körperliche Präsenz immer gefährlich. Die einzigen Chancen, die sie hatten, war halt einmal der Elfmeter und natürlich, wo sie nach dem Eckball frei zum Schuss gekommen sind. Ansonsten gab es halt keine Chancen, von daher bin ich extrem zufrieden und natürlich auch glücklich, dass wir nach 6 Wochen Vorbereitung, wo du dann ja nicht weißt, wo du gerade stehst, dann auch mit 3 Punkten gestartet sind. Fehlt eigentlich nur der 3. Tor, oder? Ja, machst du nach dem 1-2 Anschlusstreffer direkt das 3. Tor, ist hier der Drops gelutscht und dann hätten wir es jetzt nicht mehr so spannend machen müssen. Von der anderen Seite her ist so ein... so ein Sieg, der über die Mentalität kommt, wo du bis zum Schluss dann auch diese langen Bälle verteidigen musst und so ein kämpferischer Sieg, einfach nochmal viel, viel besser, als wenn du so ein 5-0 gewinnst.